magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Das ist RoboFreeze, ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze. Also der Typ sieht ja spitze aus. RoboFreeze kann auf drei Arten reagieren. Gar nicht, gemäßigt und rigoros. Führen wir das einfach mal vor. Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden. Bitte heben Sie den Müll auf. Morphle, verwandle dich in eine Greifzange. Morphle, Morph, Morph! Danke, du bist eine gute Mitbürgerin. Lasst mal sehen, wie er bei rigoros reagiert. Achtloses Wegwerfen ist die Krankheit. Ich bin das Heilmittel. Sie sind festgenommen. Was soll das denn? Lass mich runter! Also vielleicht war rigoros doch etwas zu rigoros. Morphle, wir müssen RoboFreezes Schalter auf gar nicht umstellen. Folgt mir. Fehlgedanken. Sie sind festgenommen, da Sie den Rasen platt treten. Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen. Sie hatten es aber vor. Hä? Morphle, hm? Drück seinen Schaltknopf. Roboraketenrucksack aktiviert. Morphle, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Morphle, Morph, Morph! Und los! Schneller, Morphle! Er ist zu schnell, Morphle. Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen. Ihr Kran ist zu laut. Sie sind festgenommen. Ich werfe jetzt Müll auf den Boden. Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin. Ich komme wieder. Da kommt er. Morphle, verwandle dich in ein Polizeiauto. Morphle! Morph, Morph! Ah! Nicht fallen lassen. Sie sind festgenommen. Zuerst müssen Sie mich mal fangen. RoboFreeze gefangen! Lass mich hier raus. Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität. Also, dass ich mich mal selbst verhaften würde. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphle. Sieht lecker aus. So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Oh, Kuchen. Oh, wer isst Kuchen? Hey, stell den zurück. Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphle! Morph, Morph! Her mit dem Kuchen, Orphle! Nee, nee. Was soll das denn? Morphle tut leid! Damit wir Orphle einholen. Morphle, Morph, Morph! Nicht schon wieder! Das tut mir echt leid, Herr Wenderbus. Das ist unser Kuchen für Papa. Kommt her und holt ihn!
dich in einen Roboter. Dieser Tag kann immer noch richtig magisch werden. Marvin, Mama! Das ist jetzt das dritte Mal heute. Tut mir leid. Na? Super gemacht, Morphle. Du hast ihn gerettet. Sie bekommen nachher auch ein Stück davon, Herr Wenderbus. Hey, wo bleibt Morphle? Den haben wir für dich gebacken. Oh, danke. Und ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Aber denk dran, nicht den Garten verlassen, denn die fiesen Banditen könnten ausgebrochen sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Sind wir doch nicht da? Trag mich. Da fällt mir aber was Besseres ein. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Gefunden. Du bist zu gut bei dem Spiel, Mila. Aber Morphle finde ich nirgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Nö, der versteckt sich mal richtig gut. Morphle, Morphle, komm raus und zeig dich uns, du hast gewonnen. Bitten wir unser magisches Haustier Glitzermops, uns in Morphles zu verwandeln. Wow, danke. Klasse. Ich verwandle mich in ein Rennauto, um ihn schnell zu finden. Und wenn ich fliegen kann, kann ich nach Morphle von oben überall suchen. Ist ja Hammer! Ich bin ein Superheld! Da ist Morphle! Gefangen von den Banditen! Halt mal! Die Brücke fährt da ganz hoch nach oben! Das schaffen wir schon! Ich befehle euch, anzuhalten! Hey! Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg über die Brücke! Danke, Mila! Nun haben wir unseren eigenen Hubschrauber! Ja! Hey! Was ist denn jetzt los? Mir fällt was ein! Komm mir nach! Morphle, kein Banditenhubschrauber! Schnell! Klauen wir die Fahrräder und hauen ab! Oh, tja. Mila? Ja, ich bin's, Morphle. Spring rein. Wir bringen die Banditen dahin, wo sie hingehören. Entschuldigung. Nächstes Mal, Morphle macht, was Mila sagt. Alles gut. Mit verwandelbaren magischen Freunden ist jeder Tag einfach magisch. Mila, Morphle, Geraldo ist am Telefon. Danke, Papa. Hi, Geraldo. Hallo. Als kleines Dankeschön, weil ihr mir immer so toll helft, habe ich eine besondere neue Eissorte kreiert. Den Mila- und Morphle-Strudel. Lecker Eis. Es ist so köstlich, ich kann gar nicht aufhören, es zu schlecken. Jetzt ist nur noch ganz wenig übrig.
Lecker Eis. Also ihr müsst euch beeilen. Sonst ist alles schon weg. Ich bin auf der Dschungelinsel. Orphel kommt schon. Oh nein, das war Orphel. Wenn er zuerst da ist, verputzt er das ganze neue Eis allein. Nein! Verwandle dich in ein super schnelles Rennauto, dann holen wir Orphel ein. Orphel! Los geht's, Morphel. Das wird heute ein magischer Tag. Aufgepasst, Morphel. Ein Rennauto ist im Meer gar nicht so schnell, Orphel. Hey! Morphel, Hilfe! Mila! Danke, Morphel! Toll gemacht, Morphel! Wir sind auf der Dschungelinsel! Jetzt suchen wir Geraldo. Nur wie kommen wir durch all die Bäume? Morphel, verwandle dich in einen Affen. Ein Rennauto ist im Dschungel gar nicht so schnell, Orphel. Hä? Ah! Lecker Eis für Orphel! Keine Sorge, ich habe schon mehr gemacht. Jetzt ist genug für alle da! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hier, meine neueste Erfindung. Der Teddystrahler. Er verwandelt Menschen in Teddybären. Hä? Ich bin ganz flauschig. Ist das nicht großartig? Morphel spielt mit Teddybär Mila. Tschüss, Professor Paula. Tschüss, Mila und Morphel. Und jetzt ist es Zeit, mich zurückzuverwandeln. Oh nein, mit meinen Teddypfoten kann ich den Teddystrahler nicht benutzen. Hast du das gerade gehört? Ja, ich liebe Teddybären. Jetzt stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben, wenn jeder in der Stadt ein winzig kleiner Teddybär ist. Oh! Mila Teddybär ist bester Teddybär. Oh. Banditen! Und sie haben den Teddystrahler. Nicht in meiner Stadt. Wir werden die Banditen aufhalten. Morphel, verwandle dich in einen Tiger. Und los! Was wollt ihr beide? Deine magischen Haustiere. Was? Oh nein. Hey, verwandelt mich sofort zurück. Bleibt sofort stehen, Banditen. Ihr bekommt unsere magischen Haustiere nicht in die Finger. Morphel, verwandle dich in einen grausigen T-Rex. Morphel? Wir haben es nicht bis zum Ende durchdacht. Aber wir brauchen noch den Teddystrahler. Schnell hinterher. Wie wäre es, wenn wir dich in einen Teddybär verwandeln? Der Teddystrahler funktioniert nur bei Menschen. Ach nö! Nun bin
bin ich ja ein Teddybär. Oh, du bist so süß. Toll, jetzt können wir alle wieder zurückverwandeln. Ah, so ist's besser. Und schlechter wird's für euch. Oh, immerhin habe ich einen knuddeligen Teddybär als Zellengenoss. Jorn, lass mich bloß runter. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Morphe! Ihr werdet eingesperrt. Oh nein, das sind die Banditen. Ja, und wir verschleimen jetzt die ganze Stadt. Stopp, nicht den Plan verraten, Dummkopf. Wir müssen sie aufhalten. Muffel, verwandle dich in... Hä? Nicht in meiner Stadt, Mila und Morphe. Was habt ihr da eigentlich vor? Wir müssen diese Banditen einfangen. Was ihr müsst, ist eure schleimige Sauerei sauber machen. Aber wir... Jetzt! Dann waschen wir den Schleim lieber schnell weg. Juhu! Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleimen. Oh, oh! Schleim! Da sind sie! Sieh mal, sie wollen Polizist Freeze zuschleimen. Oh, oh. Morphe, sprüh den Schleim mit deinem Rüssel weg. Aha, ihr zwei schleimt also schon wieder herum. Macht das sauber. Aber wir... Jetzt. Na gut, Polizist Freeze. Juhu! Das da noch. Morphe, nicht rankommen. Wir brauchen was, mit dem wir den Schleim erreichen können. Morphe, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Morphe, geschafft, Morphe. Aber jetzt müssen wir die Banditen einfangen. Auf geht's. Da sind sie. Schnell, Morphe. Schieß sie mit einem Wasserstrahl ab. Du schaffst das, Morphe. Ach, nee. Also stecken die Banditen hinter allen Schleimattacken? Ja, genau das habe ich versucht, Ihnen zu sagen. Tut mir leid, Mila und Morphe. Da war ich wohl etwas... Danke, dass ihr die Stadt sauber gemacht habt. Und ich werde jetzt die bösen Buben von der Straße putzen. Gern geschehen. Und immerhin haben wir die Schleimbanditen gefangen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. So, Mila und Morphe, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick! Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphe. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Bandito-Mobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Mmh, nicht übel. Puh. Hab ich. Nun können wir Atmos Frostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Hallo, die Dame. Oh, stört Sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass Sie fragen. Frier Sie ein. Viel besser, nicht wahr? Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Wow, wow, wow. Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo.
Die sind dran. Oh nein, Morphle ist eingefroren. Morphle, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphle. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben. Aber wir sitzen doch, Officer Freeze. Aufgepasst, Morphle. Schnappen wir sie uns. Verwandle dich in einen Monster-Eisschrank. Super gemacht, Morphle. Oh, wie wäre es damit? Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen! Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Danke, Mila und Morphle. Hätten wir doch bloß unser eigenes magisches Haustier. Oh, wir könnten die Stadt so ins Chaos stürzen. Guck, da ist Morphle. Kannst du uns hier rausholen? Ja. Oh nein, meine Autos. Was? Die sollten doch im Gefängnis sein. Nicht in meiner Stadt. Och, da ist Officer Freeze. Schnell, Orphel, verwandel dich in was Riesiges. Ein T-Rex? Ich dachte, du wärst furchteinflößender. Ein Affe? Hey, gib meine Kamera zurück! Mach ich! Hol sie dir doch! Diese Banditen haben dafür einen Roboter gehabt. Einen Roboter? Wir schnappen uns die, Mechaniker Joe. Die Banditen haben einen furchtbaren T-Rexaurier dabei. Ein Dinosaurier und ein Roboter? Seltsam. Wir schnappen uns die, Polizist Freeze. Die Banditen und der freche Affe haben meine Kamera da hochgehängt. Diese gemeinen Banditen finden wir, Morphle. Ein Roboter, ein Dinosaurier und ein Affe? Ich glaube, dass Orphel bei den Banditen dabei ist. Wir schnappen uns die, April. Och, nö. Das sind Mila und Morphle. Schnell, Orphel. Verwandle dich in etwas Riesiges. Morphle, verwandle dich auch in einen T-Rex. Morphle, Morphle. Du bist nicht groß genug. Ich brauche in einen Roboter. Morphle, Morphle. Es geht mir nicht besonders gut. Orphle, hör auf damit. Na gut. Orphle, jetzt dann müde. Ich hab doch gesagt, wenn ihr böse seid, schnappen wir euch, ihr Banditen. Mit einem magischen
magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Was ist das? Hallo Mila und Morphe. Es scheint, dass ich die Grippe habe und meine Arbeit nicht machen kann. Können wir Ihnen helfen, Mr. Joe? Morphe, Hilfe! Oh, diese Fahrzeuge müssen schnell zu ihren Besitzern gebracht werden. Aber ich habe... Ich habe diese Liste. Oh, oh. Die Namen der Fahrzeugbesitzer sind alle verschmiert. Aber ich denke, wir können es immer noch herausfinden. Morphle, verwandle dich in einen großen roten Truck. Ich glaube, der Traktor muss an Polizist Freeze gehen. Braucht der Polizist einen Traktor? Ich glaube, so steht es auf der Liste. Okay. Hä? Aber das... Tut mir leid, Polizist Freeze, aber wir sind in Eile. Hä? Hoppla! Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, diese Kinder. Das ist unmöglich. Oh nein! Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, Morphle. Verwandle dich auch in ein Polizeiauto. Morphle, fangen Sie! Versuchen wir jetzt, die Fahrzeuge zu den richtigen Besitzern zu bringen. Ich glaube, dieser Traktor gehört zu... Farmer Bob! Und der Eiswagen muss Geraldo gehören. Juhu! Hey, Mila und Morphle, wie ist es gelaufen? Es ist alles geliefert worden, Mr. Joe. Oh, toll. War die Liste eine Hilfe? Nun... Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Mila. Morphle liebt Spiegelwelt. Morphle! Nein, 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 Morphle. Steck ihn wieder in mich rein. Das ist awful. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphle sehr freundlich ist, befürchte ich, dass awful in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass awful in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphle, lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphle. Wie geht's dir heute? Oh, Police Officer. Schön. Was machst du denn da? Morphle. Morphle, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphle. Ah, da bist du ja, Morphle. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke. Aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher. Nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphle war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Awful. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Awful? Brauchst du irgendwas? Ja?
Was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphle. Aber wenn das Morphle ist, wer ist das? Morphle! Wer gewinnt? Und wer ist der echte Morphle? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphle. Cromer, male Orphel grün an. Orphel grün? Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen.